Hallo aus Monza, hallo aus dem königlichen Park, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Ein Rennen, auf das man sich definitiv in jedem Jahr freut, selbst wenn es ganz am Ende des Tripleheaders ist. Aber wir haben ein paar unerfreuliche News zum Einstieg, denn es wird hier wieder ein Strafenfestival geben. Das erste Strafenfestival in dieser Saison hatten wir ja in Spa. Motorenstrecke und gute Überholmöglichkeiten und die Vorzeichen hier sind ähnlich. Wir haben schon ein paar bestätigte Strafen an diesem Italien Grand Prix 2022, aber auch noch ein paar unbestätigte. Insgesamt kommen wir laut mit unserer Zählweise schon auf 7 Strafen, die es geben wird. Lewis Hamilton, dessen Motorwechsel ist fix, das hat Mercedes bekannt gegeben. Er musste ja schon in Sandford mit einem älteren Motor fahren, nachdem er ja die Kollision in Spa in der ersten Runde mit Fernando Alonso hatte. Kühlwasser ausgetreten, möglicherweise der Motor hat dabei Schaden genommen, weil er ja noch ein bisschen damit gefahren ist. Kann sein, dass der später nochmal in den Pool zurückkommt, aber hier eben noch nicht, also Strafe für ihn. Ob es dann nur der Verbrennungsmotor sein wird oder noch weitere Komponenten, steht noch nicht hundertprozentig fest, ändert aber was am Strafmaß, ob es dann plus 10 werden oder möglicherweise back off the grid. Carlos Sainz, Ferrari-Pilot, da will man es nicht offiziell bestätigen, dass man eine Strafe hier nimmt, aber man hört es, es wird hier passieren. Die Frage ist auch nur, wie viele Plätze, denn er hat schon gesagt, wenn, wäre es ganz schön, wenn er vielleicht nicht ganz ans Ende müsste oder wenn möglichst viele anderen auch noch diese Strafen nehmen, damit er dann nicht von P20 oder 19 losfahren muss, sondern vielleicht, wie es ja in Spa mit dem einen oder anderen war, dann von 12, 13, 14, wo auch immer. Sergio Perez, da pfeifen es die Spatzen auch von den Dächern, dass er einen neuen Motor braucht. Valtteri Bottas im Alpha, der ist ja ausgeschieden vor einer Woche noch mit einem Motorschaden, hat man eine schöne Flamme hinten rauskommen sehen. Da wird es höchstwahrscheinlich ein neuer Verbrennungsmotor. Mick Schumacher, da nicht auf Motorenseite, sondern auf Getriebeseite, das hat Haas schon offiziell bestätigt. Getriebeinnereien und Getriebegehäuse, also 10 Plätze für ihn, nicht ganz unbeteiligt, er hatte ja in dieser Saison schon ein paar Unfälle. Beim Teamkollegen ist es nicht das Getriebe, sondern der Motor, der höchstwahrscheinlich gewechselt wird. Noch nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich eine komplett neue Einheit für ihn ganz ans Ende des Feldes. Und dann haben wir noch eine Strafe, von der wir schon länger wissen, die nichts mit der Technik zu tun hat, sondern mit der Fahrerei. Yuki Tsunoda, der hat seine 5. Verwarnung bekommen in Sandford und deswegen muss er 10 Plätze nach hinten. Also ihr dürft euch am Samstag wieder auf viele spannende Startaufstellungsrechnereien freuen. Und dann müssen wir natürlich über die Scuderia sprechen. Heim Grand Prix für die Mythos-Marke. Heim Grand Prix in Gelb. Man feiert 75 Jahre seit Firmengründung. Und wieso in Gelb, wird sich der ein oder andere vielleicht fragen. Ja, Gelb ist eigentlich die Ursprungsfarbe, ist die Farbe der Stadt Modena, der Herkunft von Enzo Ferrari. Und deswegen nicht das ganze Auto in Gelb, sondern Auto nur ein bisschen Gelb, aber die Fahrer-Overalls in Gelb. Und ich finde, wenn Ferrari eine andere Farbe haben kann als Rot, dann definitiv Gelb. Ich weiß, bei uns in der Redaktion sind die Meinungen dazu auch etwas unterschiedlich. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Aber ob es viel zu feiern gibt, höchstwahrscheinlich nicht. Die Vorzeichen hier in Monza sind nicht besonders gut. Und das vor ausverkauftem Haus. Riesenkulisse wird erwartet. Im letzten Jahr ja leider nicht. Ticketpreise extrem hoch. Da hat die Formel 1 auch noch nicht so geboomt. In diesem Jahr ist Ferrari eigentlich wieder mit dabei, aber seit einiger Zeit eben nicht mehr so ganz. Das eine ist die Rennpace, die verloren gegangen ist. Man weiß immer noch nicht genau, wieso hat sich die Konkurrenz so viel verbessert. Lag man mit dem Setup zuletzt falsch, was auch immer. Aber abgesehen davon passt die Streckencharakteristik des Autodromo Nazionale di Monza auch nicht zu diesem F175. Auf den Geraden verliert man zu viel Zeit auf Red Bull. Das hat man ja in der ganzen Saison schon gesehen. Und Charles Leclerc hat das dann ganz passend zusammengefasst. Er meinte, hier gibt es einfach nicht genügend Kurven, um das wieder rausholen zu können. Und deswegen rechnet man mit einem sehr, sehr schwierigen Wochenende, an dem man eher gegen Mercedes kämpft oder schauen muss, dass man vor Mercedes bleibt, als dass man da großartig Red Bull angreifen könnte. Wobei Red Bull und Monza, das passt ja auch nicht wirklich zusammen. Max Verstappen, eine verheerende Statistik hier, noch nie auf dem Podium gewesen, also logischerweise auch noch nie gewonnen. Und das könnte dann vielleicht auch noch ein bisschen spannend werden. Was Ferrari helfen könnte, ist das Wetter. Das soll ja relativ unbeständig sein. Eigentlich waren auch heute schon Regenschauer angekündigt. Jetzt haben wir fast 30 Grad, strahlenden Sonnenschein. Wetterprognosen sind so, naja, es könnte regnen, könnte aber auch nicht regnen. Wenn es tatsächlich zum Regen kommen sollte, würde das Ferrari ein bisschen in die Karten spielen und ist fast so ein bisschen die letzte Hoffnung für die Scuderia. Monza ist traditionell auch ein Ort, an dem es im Qualifying ziemlich spektakulär zur Sache geht. Denn man versucht immer, den perfekten Spot zu finden und der perfekte Spot in Monza ist nicht unbedingt eine freie Runde. Der perfekte Spot ist hier Windschatten. Es ist der Tempel der Geschwindigkeit. Man versucht alles, um auf den Geraden möglichst schnell zu sein. Das heißt, komplett anderer Heckflügel sowieso. DRS logischerweise auch in den zwei Zonen geöffnet. Aber dann versucht man sich noch einen Vorteil zu erschleichen, indem man den Windschatten der anderen sucht. Und da haben wir in den vergangenen Jahren viele spektakuläre Szenen gesehen. Teilweise völlig verrückte Outlaps in der Qualifikation, um da in der richtigen Position zu sein. Ja, nicht Erster in der Gruppe. Und die Frage ist, wie wird das mit den neuen Autos sein?
denn der Luftwiderstand ist ja geringer, das heißt, man hat auch ein bisschen weniger Windschatteneffekt. Die ganze Aerodynamik ist ja anders ausgelegt. Und weil es weniger Windschatteneffekt gibt, stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch den Windschatten dann sucht in der Qualifikation. Die Fahrer sind sich da schon einigermaßen einig. Die meinen, naja, solange es ein bisschen was zu holen gibt, werden wir es immer versuchen. Das ist die ganze Formel 1. Spannend ist es auch, weil wir ja eine neue Rennleitung haben in diesem Jahr. Nils Wittig ist hier wieder Vorsitzender Rennleiter. Das wird ein sicherlich sehr, sehr spannendes Fahrerbriefing am Freitagabend hier. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Bin da mal auf die Ansagen gespannt, um so ein Chaos wie in den vergangenen Jahren ein bisschen zu vermeiden. Eine ganz interessante Sache ist natürlich auch, nicht nur der Windschatteneffekt ist kleiner, auch Dirty Air ist ja auch deutlich geringeres Problem als in der Vergangenheit. Demnach könnte man ja vielleicht sogar ein bisschen näher ranfahren, um dann doch wieder einen größeren Windschatteneffekt zu haben. Und dann könnte es einigermaßen spektakuläre Bilder geben. Also ich bin da mal gespannt. George Russell meint allerdings, naja, seiner Meinung nach wird sich da relativ wenig ändern. Man versucht den Spot zu kriegen, aber ganz nah, es ist auch ein gewisses Risiko, dass da was passiert. Also der glaubt, es bleibt alles beim Alten. Ich bin mal gespannt. Alles beim Alten ist ein gutes Stichwort, denn da soll es auch bei Lewis Hamilton bleiben. Der hat heute zu uns gesprochen in der Pressekonferenz. Später hat dann auch George Russell im Mercedes Motorhome dahinter uns gesprochen. Und das war ganz interessant. Fahrermarkt, ganz, ganz großes Thema, haben wir heute noch nicht besprochen. Aber da gab es ja zuletzt die Gerüchte, dass Daniel Ricciardo möglicherweise als dritter Fahrer bei Mercedes anheuern würde in der kommenden Saison. Er hat ja selbst schon gesagt, er ist sich für so eine Reservefahrerrolle nicht zu schade. Aber wieso macht er das? Viele meinten, naja, damit er in der Pole Position ist, sollte Lewis Hamilton dann seinen Rücktritt erklären, dann würde er dieses Mercedes-Cockpit möglicherweise übernehmen. Lewis Hamilton hat ihm da heute eine Absage erteilt. Er meinte, generell sollte Daniel Ricciardo nicht auf dem Reservistensitz Platz nehmen müssen, sondern der sollte Rennen fahren. Aber mit einem schnellen oder baldigen Rücktritt von ihm ist nicht zu rechnen. Sein Vertrag läuft ja Ende der nächsten Saison aus und er kann sich sehr gut vorstellen, dass es danach weitergeht. Fühlt sich gesünder als je zuvor und so weiter. Diese Aussagen von Lewis Hamilton kennen wir ja, aber dass er sich so deutlich dazu geäußert hat, noch länger weiterzumachen, das ist neu. Und er hat auch gesagt, er fährt bis zu seinem Tod höchstwahrscheinlich Mercedes. Gibt einen Grund, wieso er da schon seit 1997 insgesamt unter Vertrag ist und so weiter. Also die ganzen Gerüchte über einen möglichen Wechsel, wenn der Vertrag ausläuft, hat er damit auch schon im Keim erstickt. Ganz am Ende müssen wir vielleicht noch über unsere deutschen Fahrer sprechen. Die habt ihr jetzt im Video ein bisschen vermisst und die werdet ihr auch morgen im ersten freien Training vermissen. Denn Antonio Giovinazzi sitzt im Haas, Mick Schumacher muss aussetzen und Nick de Vries sitzt im Aston Martin. Deswegen keine deutsche Beteiligung im ersten freien Training. Wenn ihr das aber kompensieren wollt, dann haben wir für euch was ganz Tolles. Nämlich die neue Printausgabe von Motorsportmagazin. Ganz große Sebastian Vettel Special. Nicht nur vorne auf dem Cover, sondern auch viele Stücke innen drinnen. Wenn ihr es noch nicht längst getan habt, holt euch durch unsere Printmagazin, bevor sie wieder ausverkauft ist.